So, da sind wir wieder. Hof Bergmann 1006.2. Hoppala. Ja, eben noch die letzten Kartons mit der Hefe hier aufpacken. Jawohl, ja. Paletten räumen wir an der Seite. Dann machen wir von Hand. Machen wir von Hand, wollte ich sagen. Wir sind ja gar nicht so. Einmal. Zweimal. Noch und dann haben wir die doch erstmal schon mal gut weg. Vor die Füße weg, gell? Ja. So, jetzt werden wir uns den mal schnappen. Schnipp, schnapp, schnappi. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das funktioniert. Ob das funktioniert, wie ich mir dazu denke. Hä? Was ist denn das wieder? Oh Gott, wieder anders eingestellt, die Steuerung bei dem Ding. Ich liebe das ja, ne? Wenn jeder seine Steuerung so einstellt, wie er lustig ist. Ne? Das ist natürlich kacke, da kannst du ja nicht vernünftig arbeiten mit. Nano. Ich sag mal so, die Idee von dem Teil ist nicht schlecht. Aber die Umsetzung ist kacke. Von der Steuerung zumindest. Da dreht er. Ei, 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 ei. Aha. So. Aber wieso geht er wieder auf, wenn ich hin? Zange bleibt nicht zu. Das ist doof. Guter Plan, schlechte Ausführung. Da muss ich dann
ein Witz. Das ist ein Witz. Schade, 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 schade. Also, hoch das Ding. Da müssen wir erst noch dran arbeiten. Kriege ich denn die Seiten auch abgeklappt hier? Mal schauen. Rückwand aufklappen. Rückwagen aufklappen, da geht aber nur hinten auf. Aber mal gucken, vielleicht reicht mir das ja. Dann nehmen wir uns den mal. Ja, das habe ich mir jetzt so schön gedacht, ist dann aber leider ein bisschen daneben gegangen. Da muss ich erst mal gucken, dass ich hin irgendwie anders eingestellt kriege, den Verladekran da. Und wie gesagt, sonst von der Idee finde ich das schon gut, das Ding. Da muss die Zange zubleiben, wenn ich sie zumache und nicht wieder aufgehen. Die andere Tablette auch noch. Na, 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 na. Na, na, na. Geht nicht, weil so die rote Stapler kann ich auch gar nicht verkaufen. Also ich bin der Meinung, dass ich hier mit einem Teleskoplader besser bedient wäre, aber egal. Aus die Maus. So, den fahren wir hoch. Dann schütteln wir fest. Ach so, wieder falsch. Ist aber auch ein Schmarrn, ey. Völliger Blödsinn. Okay, auf geht's, bringen wir das mal bei Hof. Völlig andere Kransteuerung wie alle anderen. Kran und Dingsbums Gedönsen. Und dann find mal raus, wo du nur diesen einen Anhänger hier den Kran umsteuern kannst.
Wahrscheinlich geht das nämlich gar nicht. Das ist ja wieder voll krass. Voll was krass. Schön hier rein, hier rum. Wieder rum, wieder rum. Wir gehen hier rein, hier rum. So. Gucken wir hier. Das machen wir lose. Dann muss man hier ja. Gut, jetzt muss ich glaube ich mal eben Teleskoplader haben, sonst wird das schwierig. Da kriegt er mit dem Trecker. Nee, hab ich ja den. Nee. Nee. Hab ich ihn hier stehen? Hier steht mein kleiner Fifi. Pam, 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 badam, pam, pam. Pampi, badim, pam, pam. Das muss ja mal gesagt werden. Der andere, der ist, glaube ich, weg. Der kleine. Genau. Ja, dann müssen wir mal da irgendwo hin. Dette, genau. Den lassen wir hier. Weiß jetzt nur nicht, ob ich für den eine Palettengabel habe. Aber das ist halt das kleinste Problem. Ich glaube, das ist die Palettengabel für den. Muss man so gucken, damit ich besser gucken kann. Muss man so gucken, damit ich besser gucken kann. Verstehst du, wa? Ich glaube, das ist der für den, genau. Für den ist das. Auch für diejenigen welchen, ne? Genau. Gut, dann fehlt mir das Palettengäbelchen. Was die auch hier? Nee, ne? Ja. Palettengabe für ein Teleskoplader, da sind wir. Kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Wir kaufen. Mein Geld ist bald alle. Nein. Die. Danke.
Es ist ja doch eine prompte Lieferung hier, ne? Zack. So. Sehen Sie wohl. Herr Direktor. Hola. Hola, hola. Hola, la. Es war klar, dass das wieder nicht passen darf. Ne? Und ich kann den so nicht aufklappen, weil... Ach, guck mal, wie schön. Oh. Oh. Das ist ja was. Ja, erstmal stellen wir die erste Palette weg. Die vordere. Ich wollte nur die vordere wegstellen. Yes, es macht ja. So. Die stellen wir jetzt mal hier rein. Ja, diesen Drama, ich kann es euch sagen. Du was denn? Hello. Nun geh doch mal ab, dann wird mich machen Frau. So, Lele. Packen wir das mal an Nagel. Jawohl. Jawohl. So, sehen Sie, das ist das. So, schaust. Wo stecke ich jetzt die Tablette hin? Wie haben wir es denn hier? Ja, da stellen wir die erstmal rein. Da kommt sie rein. Mir doch noch so was Kleineres anschaffen. Jo. Ups, auf den Anhänger aufgefahren. Sowas aber auch. Nee, nee, nee. So, die kommt nach hier hin. Der nachher wieder zur anderen Seite rübergebracht werden.
ich glaube, was mache ich anders? Auf der hier machen wir erstmal den Anhänger zu. Trampel, Trampel. Ah, ich kann doch nicht damit rechnen. Ja, wenn du denkst, du denkst, ne? Und denkst du nur, du denkst. So ist halt voll blöd. Da muss ich da hinten hinschauen. Nein. Das geht nicht. Dumm Ding. Da muss ich doch da mit dem Trecker rüberfahren. Oder da eine Seite stellen erstmal. Egal. Egal, egal. So. Das ist dieses. Aua. Was macht mein Gärprozess? Prozent. Na dann. Gut. Dann haben wir das soweit, ne? Dann müssen wir jetzt hier hin. Vorgewende machen, denke ich, und dann kommt der Rest vom Schützenfest. Tütteln. Das braucht Zapper fahren. Ach, das geht schlecht von ihm. So, auf geht's. Machen wir ein bisschen Rogge drunter. Mm-hmm.
dann fahre ich erstmal in Logia. Da muss ich dann mal irgendwann mal sehen, wenn ich wieder an Geld komme. Das ist ja, ne? Wenn ihr das da oben rechts seht, das sieht aber ja nicht gut aus. So, das war das. Jetzt, wenn ihr da gerade so ein bisschen was gehört haben solltet, ne? Was so musiktechnisch oder so. Das war mein Handy. Ein Klingelton von meinem Handy. Ich bin nur nicht dran gegangen, ich habe es weggedrückt. Eil, die Weile. Da stand was von Hamburg und ich weiß schon, was das ist. Das ist nur wieder so ein Heini, der dir einen Zeitungsvertrag oder irgendeine Kacke aufdrängen will. Da gehen wir da gar nicht erst dran. Letztens habe ich immer von da Anrufe für meine Frau auf meinem Handy. Komischerweise. Sie hätte da ein Preisausschreiben gewonnen. Ja, ist klar. Sie hätte im Internet an einem Preisausschreiben teilgenommen. Ja, ganz, ganz toll. Das macht die mit Sicherheit nicht. Wenn die alles macht, oder? Das macht sie garantiert nicht. Also die versuchen es ja immer wieder, diese Banausen, ne? Wollen die ja unbedingt was aufs Auge drücken. Dann hättest du angeblich eine Reise verdient, da musst du aber dann erst ein Zeitungsabo abschließen für 2 Jahre oder irgendwas Scheiße, wenn du los weg. Sie haben gewonnen. Aber, ne, ich will mal so sagen, oh ne, wir fahren das einmal zu Ende hier. Das Vorgewinde machen wir fertig. Das machen wir, das kriegen wir hin. Der Reim auch hier lang dran her. Dann sollst du mal sehen, dann haben wir das erste Mal den schon rund. Kunterbunt geht's rund.
das. Fahren wir jetzt einmal so rum. Stellen hier hin in Position. Dann machen wir mal so. Ne, das war falsch. Entschuldigung. So. Nee, so. So. Genau. Was hat er denn jetzt für ein Quatsch hier? Kreisfahrt rechts rum. Als Chlor. Nee, so nicht. So. Auf geht's. Das habe ich natürlich wieder nicht. Naja. Kamera anders einstellen. So, den lassen wir arbeiten. Ich verabschiede mich von euch. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und also an der Freude. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem